Hallo und herzlich willkommen wieder bei Klopfen in Kiel. Ich bin Frau Komöbius, EFT-Anwenderin, Therapeutin und Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und heute geht es darum, was passiert, wenn jemand auf die Muse wartet. Ich mache ja gerade die Serie für Autoren, unter anderem, weil ich ja selber schreibe und auch weiß, wie sich das anfühlt. Und einer der allergrößten Fehler, den ich immer wieder sehe bei Autoren, ist, dass sie auf Inspiration warten. Manche entwickeln dafür auch noch jede Menge Rituale. Ich habe das einmal völlig fasziniert beobachtet. Da braucht jemand seine ganz spezielle Trinkflasche, möglichst spezielle Musik über Ohrknöpfe, eine ganz spezielle Mütze zum Aufsetzen, womöglich passend zur Geschichte ausgesucht. Und dann saß dieser arme Mensch an seinem Laptop und konnte trotzdem nicht schreiben. Und es tat mir so leid, aber ich habe damals nicht viel gesagt. Es war halt Nano-Treffen und warum sollte ich Leuten das Leben noch schwerer machen? Aber auf die Muse zu warten, ist so ein bisschen wie das Warten auf Godot. Solange man wartet, kommt sie meistens nicht. Und dagegen gibt es eigentlich nur ein einziges Mittel gegen die Nicht-Inspiration. Und das ist ganz brutal. Trotzdem schreiben. Ich mache das jetzt seit Anfang Juni wieder. Man mag es ja nicht glauben, ich hatte Phasen, da habe ich wie eine Blöde stundenlang jeden Tag geschrieben. Ich habe nie gezählt, wie viele Wörter das waren, aber es waren Seite um Seite um Seite. Ich habe in anderthalb Jahren, wo das anfing, bestimmt 3 Romane geschrieben. Es war der Hammer, alle in der Schublade, weil sie alle schlecht sind. Und dann habe ich nie wieder so richtig daran anknüpfen können. Ich habe immer mal Phasen gehabt, wo es mich tatsächlich, ne, die Muse kam, hat mir den Klaps gegeben und ich habe geschrieben. Und dann verschwand sie wieder und dann habe ich ein Jahr lang wieder nichts gemacht. Und davon habe ich die Nase voll. Ich habe Pläne mit meinen Büchern. Ich habe vor, die Ideen tatsächlich endlich mal fertigzustellen. Und deswegen mache ich das seit Anfang Juni so. Tagespensum sind 1000 Wörter. Mehr ist wunderbest, aber drunter mache ich es nicht. Ich gebe auch zu, dass ich das zweimal nicht geschafft habe. Einmal hatte ich so eine unfassbar intensive Szene geschrieben mit irgendwie 600 und noch was Wörtern, fast 700. Da ging nichts mehr. Ich bin da emotional nicht mehr von weggekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann ist das so. Und dann gab es einen Tag, wo ich einfach fix und fertig und platt war und da ging auch nichts. Und es geht. Das ist in Ordnung. Wir müssen nicht perfekt sein. Perfektionismus wird massiv überbewertet. Das ist, wie soll ich das sagen, die Erlaubnis auch mal nicht perfekt zu sein, ist wichtig. Nur, was ich auch sagen möchte, ich habe es auch unten drunter noch ein bisschen beschrieben. Diese Entscheidung, ich schreibe 1000 Wörter am Tag, hat ganz viel bewirkt. Vor allen Dingen warte ich nicht mehr auf Inspiration. Ich setze mich einfach hin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten paar Tage das ganz wunderbar erlebt. Ich habe so ein kleines Notebook, habe ich mir mal zugelegt fürs Reisen. Das habe ich also wieder reaktiviert. Ich sitze hier normalerweise hier am PC, ne? Fester installierter Computer, schöne Tastatur, großer Bildschirm. Aber ich habe mein kleines Reiselaptopchen reaktiviert und habe mich damit auf den Balkon gesetzt. Und dieses kleine Laptop habe ich also auf ein, das Ding ist genial, ich besitze ein altes Holztablett und das hat an den Seiten 2 Griffe, es hat an 3 Seiten einen Rand und es ist so ein bisschen V-förmig. Das war mal ein Küchenutensil. Frag mich nicht, wie das überhaupt hier in die Wohnung geraten ist. In jedem Falle ist es perfekt, weil mein Laptop da genau drauf passt. Und damit gehe ich also auf den Balkon. Ich schleppe dieses Eichenteil mit auf den Balkon.
setze mich da hin und schreibe da ohne Internetanschluss. Ich habe den ausgeschaltet, das Wifi. Und es ist so wunderschön. Ich habe mich jetzt 2 Tage da rausgesetzt, ohne Inspiration in dem Sinne. Ich meine, ich weiß, was ich schreiben will in der Szene, was ungefähr passieren wird. Ich habe mich da hingesetzt, ich habe die Datei aufgemacht, ich habe die letzten 3, 4 Sätze vorher gelesen, um wieder mich reinzufinden. Und ich habe losgeschrieben. Einfach so. Ohne Stress. Ich habe dann lang genug geklopft, um mir den Stress des Anfangs abzugewöhnen. Und ich habe dann losgeschrieben, ohne auf die Uhr zu gucken, ohne mir riesig viel Gedanken zu machen, ohne jetzt auf den tollen Geistesblitz zu warten, einfach losgeschrieben. Und diese Szenen haben sich so gut entwickelt und so spannend und so gefühlvoll, dass ich jetzt wirklich ganz zuversichtlich sagen kann, die Inspiration kommt beim Schreiben, nicht vorher. Wir müssen uns, das ist quasi das Signal an unser Hirn, wie soll ich das sagen? Ich glaube, so funktioniert es. Wir haben ja unser Schreibhirn. Ich nenne das gerne so, es ist natürlich eine Verbindung zwischen unserem normalen Hirn und unserem Frontalhirn, dem wir kreativ sind und vielleicht dem Unterbewusstsein, mit dem wir halt noch verbinden, was so an anderen Wissen läuft und an Ideen und was wir mal gelesen haben und überhaupt. Und dieses Schreibhirn schaltet sich dann an, wenn wir schreiben. Manchmal klappt es auch schon vorher, wenn man sich hinsetzt und tagträumt. Ich mache das total gerne da in diesem Ohrensessel. Oh. Never mind. Da liegt noch ein Handtuch drauf, weil es so warm ist hier. Ich mache das gerne da in dem Ohrensessel. Ich mache das auch sehr gerne in meinem Bett. Morgens oder abends, vor oder nach dem, also vor dem Einschlafen, nach dem Aufwachen. Und dann kann ich mir Szenen schon mal vorstellen. Und es kommt dann wieder, wenn ich mich hinsetze und anfange zu schreiben. Das Wichtige ist, diese kleine Hürde zu überwinden, erstmal loszuschreiben, den ersten Satz oder so, und dann loszulegen. Und dann schaltet sich unser Schreibhirn quasi dazu und macht es dann einfach, dann fließen die Worte. Das heißt, die Muse kommt nicht, indem man auf sie wartet oder Rituale abfährt. Gewöhnen sich das wieder ab, das macht keinen Spaß. Die Muse kommt, indem man es tut, indem man anfängt. Schreiben Sie die ersten 3 Sätze oder 4, und es ist immer wieder dieselbe Erfahrung, und dann geht es weiter, dann läuft die Szene plötzlich, dann kommen Sie rein, dann spüren Sie, was passiert, Sie hören vielleicht die Figuren, Sie sehen, wie sie sich bewegen, manchmal kann man sogar was riechen oder oder man sieht die Umgebung, da ist jeder der Autor anders. Aber fangen Sie an. Und dann kommt die Muse dazu. Die kommt durchs Tun, durchs Machen. Wenn unser Gehirn ins Rotieren gerät. Und deswegen ist es so wichtig, sich nicht hinzusetzen und zu sagen, ich warte auf so einen übergenialen Einfall. Das funktioniert nicht, finde ich ja. Funktioniert vielleicht für Kunst, das kann ich nicht so ganz beurteilen, aber ich vermute, da ist es ähnlich, dass sich ein Bild auch möglicherweise erst wirklich entwickelt, wenn Sie anfangen. Wenn Sie im Prozess drin sind. Und das ist mit dem Schreiben eindeutig so. Also, die Muse kommt, wenn Sie loslegen. Warten hat keinen Zweck. Ich habe für Sie auch wieder ein paar Klopfsätze hier unten drunter. Falls sich der Gedanke bei Ihnen noch so richtig festgesetzt hat. Und ich möchte Sie absolut ermutigen, setzen Sie sich ein kleines Pensum. Meine 1000 Wörter schaffe ich in einer halben Stunde, wenn ich ungestört losschreiben kann. Wenn Sie keine halbe Stunde haben, dann nehmen Sie 500 Wörter. Aber setzen Sie sich das Ziel, jeden Tag ein bestimmtes Pensum zu schreiben. Und ich garantiere Ihnen, es wird einfacher. Ich mache das jetzt in der 5. Woche und
Es ist wesentlich leichter geworden als in der ersten Woche, wo ich mich wirklich immer wieder zwingen musste, abends noch, oh, es wird schon zu spät, aber du musst ja noch schreiben. Das passiert mir nicht mehr. Ich bin meistens jetzt um 9 durch und kann in Ruhe meinen Abend beenden, alles runterfahren, ein bisschen Pause machen, schlafen gehen. Ich quäle mich damit nicht mehr. Das hat 4 Wochen gedauert. Das ist nicht viel Zeit. Wenn Sie wirklich regelmäßig Bücher schreiben wollen, veröffentlichen wollen, womöglich Geld damit verdienen wollen, ist das die Grundlage, tägliches Schreiben. Lösen Sie sich von diesen ganzen Glaubenssätzen wegen Muse und Inspiration, diesem ganzen Blödsinn. Ihre Geschichte steckt hier. Nicht in irgendeiner Wolke, nicht in irgendeiner Gottheit, hier. Und Sie brauchen Ihre Finger, um sie rauszukriegen. Am besten Stückchen für Stückchen, jeden Tag ein bisschen. So geht's. So, das war jetzt ein bisschen hart, ein bisschen brutal, aber ich möchte Sie wirklich ermutigen, schreiben Sie regelmäßig. Klopfansage ist weiter unten. Wenn Sie das Gefühl haben, das bisschen Klopfen reicht nicht, Sie haben da einen größeren Haufen Ballast am Bein, sagen Sie mir Bescheid. Meine E-Mail steht da unten drunter. Schreiben Sie einen Kommentar, nehmen Sie Kontakt auf. Wenn Sie Themen haben, die Sie spezifisch betreffen, wo Sie gerne Antwort haben wollen, auch da schreiben Sie einen Kommentar, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich über jeden Themenvorschlag, weil ich bin ja auch nur ein Mensch und ich kann schreiben nur aus meiner Perspektive. Und schreiben Sie. Auch darüber würde ich mich freuen, in meinem Kommentarfeld zu hören, was Sie schreiben. Das fände ich toll. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne, schöne Restwoche. Ganz viel Spaß beim Schreiben, fröhliches Gelingen und mögen die Worte fließen. Bis dann. Tschüss.